Moin Moin und herzlich willkommen, I Wanna Be The Guy, Teil 2 für mich, Teil, ich glaube 4 für euch, und der Sound ist weg. Aber das macht nichts, es funktioniert weiter. Ich dachte gerade schon, jetzt hat sich alles aufgehangen, aber ich sehe, Fraps läuft, Kamera läuft, Uhr läuft, ich sehe schon den Bildschirm, 61 Mal sind wir gestorben, das ist gar nicht so viel. Ich dachte irgendwie, wir wären öfter gestorben, aber das macht nichts, wir drücken Continue. Und gleich in den Bosskampf, das kann natürlich super werden. Letztes Mal habe ich mich nicht sonderlich gut angestellt, wenn ich ehrlich bin. Der Bosskampf an sich, ja, okay, aber der Rest, eieiei. Da muss ich noch ein bisschen besser werden. Ich dachte mir, ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen als Stressabbau. Eigentlich produziert dieses Spiel ja Stress, aber als Stressabbau. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme mache, habe ich exakt morgen meine praktische Führerscheinprüfung in Sachen Motorrad. Und bin da ziemlich aufgeregt deswegen. Deswegen dachte ich mir, ich muss den Kopf aber freikriegen. Ich spiele einfach eine Runde. Das hilft immer. Bowser beim ersten Schlag besiegt, komm. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wenn das nicht klappen soll, dann weiß ich auch nicht. König Frosch, der Fünfte. Und wie gesagt, morgen meine Führerscheinprüfung für euch. Da bin ich wahrscheinlich schon längst im Urlaub damit gewesen und so weiter. Also von daher, ihr seht das Video deutlich verspätet. Denn ich habe zurzeit kein Internet. Das ist relativ ärgerlich. Ich warte darauf, dass O2 endlich mal sagt, yo, ihr könnt loslegen. Ah, das war doof. Das war mein Fehler. Ich hätte unten rechts hingemusst. Ah, egal. Wir fangen ja gerade wieder an. Ja, jedenfalls, ich warte auf O2, dass die endlich mal anfangen, damit mein Internet zu verlegen, quasi. Den Antrag habe ich schon 2013 gestellt, im Januar. Da sieht man, wie zuverlässig diese Firmen sind. Und ja, ich warte darauf, dass ich Internet bekomme, nämlich dann High-Speed-Internet, 50 Mbit und 10k Upload. Vor allem der Upload war mir wichtig, weil bisher habe ich da mal mit einer Geschwindigkeit hochgeladen. Das habt ihr selbst gemerkt. Die Videos haben immer ewig lange gebraucht, bis sie oben waren. Nein! Der war zu knapp. Und das sollte dann deutlich schneller gehen. Ich habe euch nur ausgerechnet, 20 Mal schneller ungefähr, dass die Videos hochgeladen werden. Und für so eine Folge DayZ damals noch habe ich locker einen Tag gebraucht. Das soll nun ein Ende haben und irgendwann, ich nehme das jetzt auf am 26. Juni. Das Video werdet ihr wahrscheinlich sehen irgendwann im Juli, also wahrscheinlich irgendwann Anfang bis Mitte Juli. Weil ich bisher noch nicht mal einen Anschlusstermin habe, wann das denn jetzt weitergehen soll. Und dementsprechend dachte ich mir, die Zeit überbrücke ich einfach, indem ich ein bisschen schon mal Aufnahmen vorfertige. Dann kriegt ihr umso mehr Folgen, wenn ich dann wieder Internet habe. Und dementsprechend nehme ich jetzt einfach fröhlich auf, rendere das Ganze schon, dann habt ihr auch da keine Wartezeiten mehr und ich kann einfach hochladen, was das Zeug hält. Jetzt mache ich alles richtig, sehr schön, obwohl ich daneben quassele. Ja, 50k Upload, Upload wäre schön. Download, 10k Upload. Das sollte dann mal reichen, um einen vernünftigen YouTube-Channel zu starten. Und um eventuell Livestreams zu machen. Weiß ja nie. Da will ich doch nicht zu viel vorwegnehmen, also von daher. Da bin ich offen in der Hinsicht. So, Dr. O'Bailey, Stufe Nummer 3. Und gleich kommt erst das richtige Hindernis, wenn ich den dann überhaupt schaffe beim ersten Mal. Das wäre jetzt natürlich interessant. Möglich ist das. Schießt zuerst zwei Feuerball nach links, das weiß ich schon mal. Das weiß ich noch. So, der Feuerball dahin, der Feuerball dahin und der landet mir fast direkt auf dem Kopf. Okay. Der dahin, der kommt einfach etwas näher. Sehr schön. Der dahin, da kommt hier noch einer. Da stehe ich aber richtig, das ist gut. Und jetzt kommt die Kugel. Ärgert euch nicht, wenn ich beim letzten Mal Kanonen cool gesagt habe. Bombe gesagt habe, meine ich. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Gut. Quasselt Ichiro zu viel? Ich weiß es nicht. Tief durchatmen. Draußen LKW-Party. Ja, und ich hatte gerade meine letzte Fahrstunde im Prinzip nochmal alles geübt. Wenn das morgen so läuft wie heute, das wäre nicht gut. Man sagt ja, wenn man die Generalprobe verkackt,
dann wird die Erstaufführung umso besser. Das hoffe ich diesmal auch. Der gute Schulterblick war mein Feind. Ich darf nicht nur gucken, sondern ich muss auch gucken, was da kommt. Ich habe immer geguckt und einfach gefahren. Das war nicht so klug. Aber das wird morgen. Der gute Buddy hat auch seine Prüfung kurz vor mir. Wir haben ja parallel angefangen, die Prüfungen zu machen, also die Fahrstunden zu machen und sind noch oft zusammengefahren. Und morgen haben wir halt beide unsere Prüfung eher um morgens 8.15 Uhr, nicht 9.15 Uhr, also 9 Stunden später. Und dann wollen wir mal sehen, was es wird. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht, voraussichtlich waren wir da schon zusammen im Urlaub mit den Maschinen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an dieser Stelle ein Bild einblenden werde von der Maschine, die ich fahren werde. Und von die DR fahren wird. Das muss ich mal gucken, ob ich dazu noch komme, mich daran erinnere. Das ist viel schlimmer. Ich sehe mir beim Rendern nicht immer alle Videos durch, sondern springe immer nur und gucke, ob die Stellen in Ordnung sind und von der Qualität her passen. Manchmal, wenn ich sowas sage wie, hier blende ich das und das ein, das verpaddle ich da manchmal ein bisschen. Weil halt auch manche Videoaufnahmen schon einen Monat alt sind und ich die dann erst rendere. Von daher, seid mir nicht ganz so böse, wenn jetzt hier kein Bild kommt. LKW, jetzt hör auf zu piepen, Mensch, was ist denn los? Okay, das passt. Konzentrier dich. So wie morgen. Konzentrier dich. So, jetzt kommt die Kanonenkugel. Alles gut bisher? Das war schön, wieder Treffer. Ja, das war doof. Da bin ich zu früh gesprungen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Da muss ich gucken, dass ich nicht zu früh springe. Ich darf nicht hier in diesem Bereich hier ungefähr über die Kanonenkugel rüberspringen, sondern ich muss ungefähr hier rüberspringen, weil hier noch die Feuerballsäulen rumher tanzen. Das Problem ist, wenn ich zu weit nach rechts gehe, nach links gehe, also in die Richtung, da kommt dann schon wieder der nächste Feuerball und Wily von oben. Wenn ich dagegen springe, ist auch nicht gut. Wir schauen mal. So, ich muss erstmal wieder warm werden hier mit Wily und so weiter. Und dann kümmern wir uns um den Stachel, da kümmern wir, der auf der anderen Seite noch wartet. Der magische Stachel, den ich das letzte Mal nicht geschafft habe. Sehr schön. Der Treffer war eindeutig. Ja, das ist ja beim letzten Mal überhaupt nichts geworden, wenn ich ehrlich bin. Mit diesem verkackten Stachel. Da muss ich so ein... So muss ich machen. Ich darf nicht durchspringen und dann nochmal hoch, sondern... Ja, das müsste eigentlich klappen. Wuppala, da hätte ich mich fast schon in die Wolke geschmissen. Das wäre nicht gut. Was mich am meisten aufregt, sind die Wartezeiten, die man ja irgendwie nicht überspringen kann. Vor allem jetzt hier, wenn ich den Krötenheini da besiegt habe. Das dauert ja mal so lange, bis dann Wily kommt. Kann ich auch alle Tasten drücken, da passiert gar nichts. Springt auch nicht weiter. Okay, komm schon. Für all die, die das gerade gucken, ich werde so aufnehmen ungefähr ein bisschen über eine Stunde. Dementsprechend, wenn ihr gerade dieses Video guckt und schon auf das nächste Video wartet, das wird dann dementsprechend zügig kommen, weil ich diese beiden Videos relativ schnell hintereinander rendern werde. Vielleicht wären es noch drei. Ja, ich glaube, drei lohnt sich nicht ganz. Ich versuche ja mal so eine halbe Stunde zu machen mittlerweile und ich glaube, dann habe ich einmal eine halbe Stunde, einmal eine halbe Stunde und dann irgendwie 10 Minuten. Dann mache ich lieber noch einen extra langen Teil. Also könnt ihr euch auf einen extra langen Teil einstellen wahrscheinlich. Und ich hoffe, das sind jetzt nicht 20 Teile. Uppala. Nicht 20 Teile, wo ich versuche, Dr. Wily zu besiegen und anschließend über diesen scheiß Stachel zu springen. Das wäre relativ ärgerlich. So, hier muss ich rüber und ich darf nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Ja. Das ist echt schwer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich... Die Kugel kommt ungefähr hier. Ob ich direkt danach darüber springe, so dass ich schon in den Feuerwalzen dann drin stehe. Ah, ich weiß es nicht. Muss mir irgendwas. Es gibt. Muss eine intelligentere Lösung geben als dieses Rumtaktieren. Mal schauen. Ja, den Teil, kann man sich auch schenken. Komm, weiter geht's. Versuchen, die Tasten zu drücken, um das irgendwie zu beschleunigen, aber es klappt nicht. Ich meine, das geht in den
im nächsten Teil quasi. Es gibt ja noch sozusagen einen zweiten Teil davon. Ich meine, da geht es. So. Einmal hier rüber. Genau, hier stehe ich gut. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich auch darauf einstellen, dass es vielleicht das ein oder andere Video geben wird, was nicht mit irgendwas zum Zocken zu tun hat, sondern von meiner Maschine. Ich habe ja so eine schöne GoPro-Kamera und dementsprechend, die werde ich dann auch zum Einsatz bringen. Mal ein paar schöne Aufnahmen machen vom schönen Hin- und Herfahren. Und eventuell gibt es dann ein paar Let's Ride oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Ein paar Aufnahmen, wie Buddy und ich durch die Gegend fahren. Aber schon. Erstmal bestehen und dann gucken wir weiter. Und erstmal konzentrieren. Und dann geht's weiter. Oh, der war schon knapp. Sehr schön. Jetzt kommt die Kanonenkugel. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe hier lieber hier hin. Ja, das klappt. Schön, ein paar Treffer gelandet. Oh, der war knapp. Sehr gut. Nein! Wie hat der mich noch erwischt? Das war knapp. Schade. Das lief ziemlich gut. Und ich habe jetzt auch für mich die Taktik erkannt. Ich laufe hier einfach weiter bis in diese Feuersäulen rein. In die zweite Lücke. Und werde dann einfach von da aus über die Kanonenkugel springen. Das klappt wunderbar. Nur dann muss ich wieder mit dem Weg zurückboxen. Das ist relativ schwer, finde ich. Ja, und ich habe halt nochmal nachgeschaut. Der Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden ist wirklich die Anzahl der Speicherpunkte auf Medium, was hier quasi leicht sein soll. Das Spiel ist ja ein sehr, sehr schweres Spiel. Das ist auch so gedacht. Da sind es, glaube ich, irgendwie 62 Speicherpunkte auf Hard, boah, 44. Und dann auf Very Hard, dann glaube ich irgendwas mit den 20ern rum. Auf Impossible ist es kein einziger. Da muss man einmal in einem Durchlauf jedes Mal alles richtig machen. Es soll Leute geben, die das geschafft haben. Wie man sieht, ich nicht. So ein heftiger Nerd bin ich dann auch nicht. Ah, wir schauen mal. Hart sollte doch zu machen sein. Nur die Harten kommen in den Garten. Und dementsprechend werden wir das versuchen. Noch habe ich auch noch nicht den Punkt erreicht, wo ich richtig ausraste. Jetzt war ich ja schon ein paar Mal dran. Gerade bin ich so. Oh, Wut-Stress-Level. Oh, bei 3 von 10. Das geht einigermaßen. Ich deck mich gerade schön ab von der Prüfung. Und dementsprechend kann ich das Ganze auch noch locker nehmen. Komm, Wily. Wir machen das jetzt. Wo sind die Augenbrauen? Da sind die Augenbrauen. Und los geht's. 1, 2. Und der kommt mir auf den Kopf. Oder auch nicht. Sehr gut. 1, 2. Und der kommt mir auf den Kopf. Oh, da stehe ich gut. 1, 2. Und der kommt hier hin. Da stehe ich nicht gut. Wow, der war knapp. Und jetzt kommt die Kugel. So, ich laufe weiter. Der ist gut. Da kann ich auch schön viele Treffer noch landen. Gefällt mir. Oh, der war knapp. Vielleicht bleibe ich einfach hier. Hoppala. Der kommt noch, dann müsste wieder die Kugel kommen. Ja, sehr schön. Nein. Ja. So, und jetzt geht's darum. Das ist der Sprung, den ich machen muss. Nicht höher. Nein! Schade, aber okay. Vielleicht muss ich doch. Ich weiß nicht, ich kann diesen Sprung nicht genau planen. Der ist echt schwer. Oh Gott, das war dumm.
Ah, da vielleicht komme ich hinterher. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Oh, knapp! Sehr schön. Ich muss ja da unten in die Ecke. Muss ich nicht unbedingt. Ich glaube, ich kann auch links unten in die Ecke, aber hier fühle ich mich wohler. So, komm. Sehr schön. Der Treffer war sehr gut. Das mit Wily kam mir nicht so schwer vor. Ich glaube, wenn ich da die Lücke immer bleibe, das ist glaube ich, ganz gut. Dann kann ich so hochschwingen und rüber über die Kugel. Das geht eigentlich ganz gut. Der Frosch sollte auch kein Problem sein. Den finde ich eigentlich noch fast leichter als Bowser mittlerweile. Wenn euch die Folgen gefallen sollten, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Mehr braucht es gar nicht sein. Da bin ich immer schon glücklich. Weil dann weiß ich, okay, das gefällt euch. Dann kann ich auch mehr davon machen. Wenn euch das nicht gefällt, dann brauche ich auch nicht mehr davon machen. Brauche nicht meine Zeit hier verschwenden. Da muss ich ganz logisch denken. Ganz egoistisch. Ich mache das ja größtenteils für euch und dementsprechend kommen auch Kerbal Space Program Videos, keine Frage. Da habe ich ja so viel angekündigt und hatte da wirklich gar keinen Bock, überhaupt irgendwas zu zocken. Und habe dann nur noch Dota gezockt. Wovon ich auch keine Lust hatte, Videos zu machen. Also von daher, ganz, ganz doofe Situation. Beziehungsweise ich habe ein paar Videos sogar gemacht. Ich habe jedes Mal, wenn ich aufgenommen habe, so gnadenlos verkackt. Das war nicht mehr heilig. Da habe ich gesagt, nee, das lade ich gar nicht erst hoch. Schauen sowieso nicht so viele Leute von mir, von meinen Abos, Dota. Und dann kann ich nicht auch noch Niederlage um Niederlage bringen. Das, hätte ganz böse Kommentare gegeben, so wie ich die YouTuber kenne. So, wir laufen hier weiter. Bis zur zweiten Lücke. Springen darüber, das klappt wunderbar. Ja, hätte noch ein paar mehr Treffer landen können. Wir bleiben jetzt hier ein bisschen in dem Bereich. Einiges ist ja ganz gut. Ja, so. Jetzt müssten wir richtig stehen. Ja, stehen wir. Sehr gut. Da ist auch das Feuer. Ja, das geschafft. Sehr gut. Also mittlerweile werden wir besser. So, und jetzt der... dieser Sprung. Ja, ja, ja! Nein! Was ist das denn? Muss ich noch schneller darüber gehen? Okay, okay. Da kommt der Stachel runter. Vermiesete Scheiße hier. Was ist das denn? Da muss ich runter. Was passiert dann? Ich komme nur noch nie im Leben. Bin ich so schnell, dass ich hier rüber, hier rüber, hier, hier und dann... Das schaffe ich im Leben nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo was austricksen kann. Da kann ich auch nicht bleiben. Da sterbe ich, da sterbe ich. Der wird lang. Von daher, ich muss da durchrennen quasi. Cool Story, Bro. Das wird interessant. Okay. Auf Medium wäre da ein Speicherpunkt gewesen, das weiß ich. Ich habe nachgeschaut. So. Aber man sieht, der Boss geht da. Der ist in Ordnung. Das wird nicht schwerer, ist echt der Part danach. Nur das hier einfach viel länger. Und ich habe da hinten habe ich einfach so wenig Zeit, irgendwas zu machen. Ich muss gleich durchrennen. Babip, babip, und dann die kleinen Sprünge machen. Darf bei dem anderen eigentlich gar nicht springen. Ich weiß nicht, ob ich da unten bleiben kann eventuell. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Ich versuche einmal ganz durchzurennen. Wenn das nicht klappt, werde ich mal versuchen, in dieser Lücke stehen zu bleiben. Auch wenn der Stachel lang wird. Vielleicht ist es nur eine Falle oder irgendwie sowas. Das Spiel will ja trollen, wo es nur geht. Und dementsprechend, ja, vielleicht wird das was. Mal gucken. So. Also, bei mir ist es gerade 14.03 Uhr, dementsprechend bis 15 Uhr werde ich locker durchspielen. Da kommt noch ordentlich was. Mal gucken. Ja, für mich gerade auf dem Zettel, für die, die es interessiert, stehen I Wanna Be The Guy, auf jeden Fall. Kerbal Space Program wird auch wieder kommen, gar keine Frage. Das ist das Spiel, mit dem ich groß geworden bin im Prinzip, also im Sinne von auf YouTube groß geworden bin. Und
Dementsprechend gar keine Frage, davon werden Videos kommen. Auch die angekündigten Videos. Also das Ding ist nicht verloren. Und wahrscheinlich noch ein bisschen Dungeon of the Endless, weil ich das Spiel einfach sehr gerne für zwischendurch mag. Ich weiß nicht, ob ihr das spannend findet. Bitte auf jeden Fall dazu Kritik. Denn ansonsten brauche ich die Folge nicht aufnehmen und mir den Speicherplatz vollbomben und die Renderzeit mir verschwenden. Ah, das war knapp. Ich will ja nur das machen, was ihr möchtet. Okay. Sehr schön, noch ein paar Treffer gelandet. Hier darf ich mich nur nicht abfackeln lassen. Das wäre wunderschön, wenn das nicht passiert. Ja, hoppala. Da, ein bisschen vorsichtig sein. Nee. Sehr gut. Das klappt mittlerweile also relativ zuverlässig. Und auch der Sprung über die Kanonenkugel nicht mehr so schwer. Jetzt kommt der schwere Teil. Und los geht's. Ah. Einfach mal den Knüppel loslassen. Das hilft natürlich auch, dann in die Stachel zu springen. Oh Mann, ey. Und dann muss ich mich hier wieder so lange dran vorbeiboxen. Das gibt es nicht. Wenn ihr bestimmte Spiele sehen wollt und sich da genügend Leute für melden und nicht nur einer sagt, bitte spiel, weiß ich nicht, Minecraft. Wobei ich echt auf Minecraft keinen Bock habe, wenn ich ehrlich bin. Wenn sich genügend Stimmen für irgendwas finden, dann gar keine Frage, wenn ich auch das mal versuche anzuspielen. Anspielen ist sowieso mal gar kein Problem. Wenn ihr sagt, hier, mach mal für den angespielt, probier mal das oder das. Gar keine Frage, das kriegen wir hin. Eine Stunde meines Lebens kann ich dafür opfern. Auch wenn das Spiel mir dann im Nachhinein vielleicht nicht so gut gefällt, aber das sollte immer machbar sein. Ob daraus eine feste Folge dann wird oder eine feste Reihe, hängt immer davon ab, wie viel Zeit ich habe, wie viel Bock ich auch vor allem habe. Das ist das Wichtigste eigentlich, weil das auch der größte Grund war für die lange Pause, wo gar nichts kam. Wenn ich ein Video machen möchte, dann soll das auch, dann will ich auf jeden Fall Bock haben. Denn nichts ist schlimmer, als irgendwie jetzt ein Video zu machen und ihr merkt, dass ich keinen Bock habe. Das ist das Schlimmste eigentlich. Und solche Videos möchte ich nicht auf meinem Kanal haben. Dementsprechend habe ich mir diese lange Pause genommen, um wieder Bock zu kriegen im Prinzip. Das war doof für euch, das weiß ich. Hilft ja aber nichts, wenn meine Motivation bei Null war ungefähr. Vor allem die lieben Kollegen Whitey und Killer und DSDF haben das zu spüren bekommen. Hier nochmal dicke Sorry, das war nicht der Plan. Der Plan war, ganz viele Videos zu machen und alle glücklich zu machen. Ja, manchmal klappt das nicht so. Und wie gesagt, immer wenn Motivation da ist, dann werde ich auf jeden Fall auch ganz viele Videos machen. Wenn da mal wieder Pausen sein sollten, nimmt mir das nicht böse. Ihr wisst, diese Pausen werden irgendwann wieder vorbeigehen. Und dann gibt es dann umso mehr Videos, von daher. Warum mache ich dann so einen Kram hier? Weil ich mich konzentriert zu sprechen. Also früher oder später werden immer wieder Videos kommen und diese werden dann auch dementsprechend voll motiviert sein. Nein, ganz ernst. Ich finde nichts schlimmer als ein unmotivierter Let's Player, der dann irgendwie das so rumleiert und ja, ich baue jetzt hier mal dran und ja, jetzt fliege ich in den Weltraum, das ist ein Kerbel. Nee, ganz ehrlich, Jungs und Mädels, das möchte ich für euch nicht haben. Das soll schon Hand und Fuß haben. Und dementsprechend gibt es da manchmal Pausen, manchmal nicht. Dafür kriegt ihr dann Videos umso mehr. Vor allem, wenn ihr jetzt mal meine Leitung irgendwann installiert ist. Dann ja auch relativ schnell, relativ viel. Wir gucken einfach mal. Hier stehe ich schon mal gut. Hier stehe ich nicht so gut. Ah, hier stehe ich fast gut. So, und jetzt kommt die Kugel! Wow, wo hat mich die denn noch getroffen? Das habe ich nicht gecheckt. Schade. Ich möchte jetzt echt keine Stunde eigentlich damit verbringen, hier die ganze Zeit versuchen, Dr. Wily zu besiegen und den Stachel zu überwinden.
Das müsste doch möglich sein. Und ich weiß schon jetzt, wie ich mich feiern werde, wenn ich das geschafft habe. Na komm. Die Problematik ist echt bei diesem Spiel, man macht so oft den gleichen Abschnitt, dass man unkonzentriert wird. Man muss die ganze Zeit konzentriert bleiben. Auch wenn ich jetzt laber und irgendwas erzählen möchte. Ich muss die ganze Zeit konzentriert bleiben, die Abläufe mir im Hinterkopf behalten, Positionen im Hinterkopf behalten, auch Kombinationen im Sinne von, was du drücken musst und so. Das ist eigentlich Schwere, weil irgendwann kennt man die Fallen. Ich weiß, dass da oben der Stachel kommt und wo die Schwierigkeiten sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, alles in einem Durchlauf sich einzuspeichern quasi. Und dann abrufen zu können. Das ist es eigentlich schwer an diesem Spiel. Und das dann auch richtig auszuführen. Jeder Knopfdruck muss sitzen und dieses Spiel verzeiht keinen falschen Knopfdruck. Und wenn ihr das nicht könnt, braucht ihr dieses Spiel gar nicht anfangen. Ich meine, ich bin jetzt ein paar Räume weit gekommen. Da waren auch schon ein paar interessante Sachen mit bei. Das ist jetzt die erste schwere Abteilung, weil man halt nur quasi immer einen Versuch hat. Nach so einer langen Fehlerkette. Ich meine, wenn nach dem Boss der Speicherpunkt wäre, dann wäre das halb so schwer gewesen, weil da kann ich mich an dem Stachel probieren und probieren und probieren. Und so ist diese Chance, erstmal zum Stachel hinzukommen und dann rüberzukommen, relativ schwer. Ich kann das nicht so schnell einspeichern, quasi nicht so schnell den die richtige Sprunghöhe finden. Denn man wird ja hier voll getextet mit Bowser, mit dem guten Frosch und mit Dr. Wily. Da muss man ja auch mal die ganzen Sachen abrufen. Das ist ganz schön schwer. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich wollte es ja auch. Ich habe hart gewählt. So, jetzt kommt die Kanonenkugel. Also den Bosskampf kenne ich jetzt eigentlich schon relativ gut. Oft genug geschossen. In die zweite Lücke. Sprung, Sprung. Der war sehr gut. Der war knapp. Da habe ich nicht geschossen. Das ist schade. Ja, hier stehe ich fast gut. Jetzt müsste wieder die Kanonenkugel kommen. Ja, kommt sie. Hat nicht gereicht. Schade eigentlich. Ja, das hat, ich habe schon beim Sprung gesehen. Man muss den richtigen Sprungzeitpunkt erwischen. Und die Kugel muss relativ nah dran sein. Und eigentlich muss ich die Treffer landen, die am Ende da kommen, wo ich dann beim ersten Mal, wenn die Kugel dann links von mir ist, dann muss ich doch treffen. Ansonsten habe ich wenig Chancen. Je länger die Kugel da am Rollen ist und je länger Wily da oben lang fliegt, desto weniger Chancen habe ich, das Ganze zu gewinnen. Weil immer mehr Möglichkeiten für Fehler da sind. Ganz schön schwer. Sagt er und besiegte Bowser mit einem Schuss. Geh weg, du komisches Vieh. Der Froschen. So, komm. Der ist ja eigentlich einfach. Da gibt's nicht so die Probleme. Na, da war ich mir gerade nicht sicher. Wenn ich nicht noch einen Schritt nach rechts gegangen wäre, hätte mich eventuell die Kante von der Bombe getroffen. Das weiß ich nicht genau. Aber das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ganz bestimmt nicht. Selbst dieses Warten regt mich gerade nicht mehr so auf. Also ich bin momentan doch sehr ruhig, das passt noch. Aber wenn ein neuer Teil kommt und ich mich da wieder aufregen werde über Fallen, die ich nicht im Kopf habe. Auch der Stachel eben von oben war eine sehr schöne Sache. Nicht schlecht. So, Wily. Eigentlich müsste ich dich doch jetzt genug kennen. Oh, ich stehe sogar jetzt immer richtig. Na, der war nicht richtig. Und los. Ich mache mal so einen kleinen Sprung, damit ich noch in der Luft ein paar Treffer landen kann. Ja, das habe ich schon gemerkt beim Losspringen. Da hätte ich eigentlich sofort abbrechen.